ist es wieder an der Zeit. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Wir haben Parteien, die um die Macht ringen. Und wir sind dann gleichsam für die nächsten 4 Jahre, soweit alles noch einigermaßen gut geht, Gefangene dieser Partei und dieser Koalition von Parteien. Anstatt ihnen nun eine freie Wahl vorzugaukeln, erlaube ich mir, für sie zu entscheiden. Ich hoffe, sie können mir diese willkürliche Bevormundung verzeihen. Sie werden sicher alles verstehen, wenn... Nun, das darf ich leider nicht sagen. Die unmoralischsten, unethischsten Personen haben die Möglichkeit, ihre verrückten Ideen auszuleben, sofern sie nur in die richtigen Positionen kommen. Man will jetzt eine neue Partei gründen. Noch eine. Ja, oder man fordert, ja, tritt selber in Parteien ein, wenn du das ändern willst. Dieses Mal wird es anders laufen. Nein, bitte. Dieses Mal wird es anders laufen. Sezessionsrecht, bitte. Ja, Sezessionsrecht ist einmal in einem Land, in dem das alles gemacht wird, was wir nach einer von Misesschen und von Hayekschen österreichischen Schulordnung vorschlagen würde, würde keiner mehr in Sezession gehen wollen. Ich sage dazu, vergesst diesen Scheiß! Warten Sie, warum tun Sie mir das an? Ich habe Ihnen nie was getan. Ich habe Ihnen niemandem wehgetan. Noch nicht, aber du wirst. Früher oder später werdet ihr alle böse. Ich bewege mich zwischen zwei Welten. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie liberal ich bin. Hab ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? It's showtime. In der Vergangenheit habe ich wieder und wieder die Grundlagen von Anarchokapitalismus erklärt. Wie eine Welt ohne Staat aussehen könnte und wie man jedes Produkt und jede Dienstleistung ohne staatliches Gewaltmonopol anbieten kann. Das Thema bekommt auch Aufwind. Im argentinischen Wahlkampf wird Javier Milei möglicherweise Präsident. Ein Anarchokapitalist. So behaupten jedenfalls die Medien. Der Spiegel hat einen Artikel darüber geschrieben und in diesem Kontext haben möglicherweise tausende Sozialdemokraten, die immer noch den Spiegel lesen, das erste Mal den Begriff Anarchokapitalist gehört und vielleicht auch gegoogelt. Ich will die Wichtigkeit dieses Themas auch nicht herunterspielen oder ganz beiseite schieben, aber... Anarchokapitalismus ist ein theoretisches Konzept und sozusagen das Endziel. Da Theorien immer wieder zu Elfenbeinturmdiskussionen einladen, begegne ich immer wieder der unendlich ermüdenden Debatte über das Für und Wider verschiedenster Positionen bezüglich der Existenz und Nicht-Existenz des Staates als Gewaltmonopol, Landesgrenzen und Sicherheit als Dienstleistung. Daher möchte ich meinen Zuschauern nun nicht mehr das theoretische Endergebnis präsentieren, sondern vielmehr die Mittel, die dahin führen sollen. Und damit kommen wir zum Agorismus. Dann will ich erstmal ein paar Grundlagen runterrattern, die einem Großteil meiner Zuschauer vermutlich ohnehin bekannt sein werden. Aber wichtig ist das trotzdem, denn es gibt ja noch nicht mal einen deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag zu Agorismus. Der Begriff Agorismus stammt vom antikischen griechischen Wort Agora für den Marktplatz in einer Polis und vorgestellt wurde Agorismus von dem kanadisch-amerikanischen Philosophen Samuel Edward Konkin III., oft mit SEK3 abgekürzt. In seinen eigenen Worten: Das Ziel des Agorismus ist die Agora, die Gesellschaft des offenen Marktes, die so wenig wie möglich von Diebstahl, Überfall und Betrug betroffen ist, kommt einer freien Gesellschaft so nahe, wie es Menschen möglich ist. Und eine freie Gesellschaft ist die einzige, der jeder einzelne von uns seine subjektiven Werte befriedigen kann, ohne die Werte anderer durch Gewalt und Zwang einzuschränken.
Zitat Ende. Und wie ist diese Agora zu erreichen? Das Konzept hierzu lautet Gegenökonomie, zu Englisch Counter Economics, und diese stellt das wesentliche Element des Agorismus dar. Ich zitiere wieder Konkin. Die Gegenökonomie ist die Summe aller nicht aggressiven menschlichen Handlungen, die vom Staat verboten sind. Gegenökonomie umfasst den freien Markt, den Schwarzmarkt, die Schattenwirtschaft, alle Handlungen des zivilen und sozialen Ungehorsams, alle Handlungen der verbotenen Vereinigung, sexueller, ethnischer und religionsübergreifender Natur und alles andere, was der Staat zu jeder gegebenen Zeit und an jedem Ort verbietet, kontrolliert, reguliert, besteuert oder verzollt. Die Gegenökonomie schließt alle staatlich genehmigten Handlungen, den weißen Markt und den roten Markt, Gewalt und Diebstahl, die vom Staat ebenfalls verboten wurden, aus. Ich formuliere das nochmal kurz in eigenen Worten. Der Weißmarkt sind alle Transaktionen, die vom Staat sanktioniert werden. Dazu gehört natürlich der reguläre Arbeitsmarkt, bei dem man sich nicht bloß selbst Steuern und Sozialversicherungen auferlegt, also bezahlt, sondern die auch noch den Arbeitgeber dazu verpflichten, ebenfalls Steuern und Sozialversicherungen zu bezahlen. Das betrifft aber natürlich ebenfalls Leute, die direkt von den Steuergeldern anderer leben, also Menschen, die beim Staat angestellt sind. Der Rotmarkt dagegen sind Handlungen, die der Staat tatsächlich aus gutem Grund verbietet. Mord, Diebstahl, Raub etc. Der Staat betreibt diese Aktivitäten zwar durchaus selbst in Form von zum Beispiel Militär und Finanzamt, aber durch die Unterscheidung soll insbesondere deutlich werden, dass eine klare Grenze zwischen Moral und Gesetz gezogen wird. Drogenhandel gehört zum Schwarzmarkt und ist nicht moralisch verwerflich. Es wird ein Produkt angeboten, das Konsumenten freiwillig nachfragen. Die Aktivitäten von Drogenkartellen, die rivalisierende Drogenhändler überfallen, töten und plündern, sind aber wiederum dem Rotmarkt unterworfen und zählt nicht zu gegenökonomischen Aktivitäten. Zum Schwarzmarkt gehören alle möglichen Tätigkeiten, die unter der Hand laufen. Handwerker, die ihre Dienstleistungen gegen Bargeld anbieten, Babysitter, Rasenmähen für den Nachbarn und dergleichen Aktivitäten sind gegenökonomische Handlungen. Der Graumarkt oder die Schattenwirtschaft beschreibt eine Art Zwischenstufe. Grau- und Schwarzmarkt sind für die Agoristen interessante Aktivitäten. Und daraus leitet sich auch die grau-schwarze agoristische Flagge ab. Konkin spricht in diesem Zusammenhang von profitablem zivilen Ungehorsam. Der Staat bezieht seine Einnahmen durch Steuern und indem man sich der Besteuerung entzieht und Regulierungen vermeidet oder umgeht, also mehr von seinem eigenen Geld für sich behält, wird es möglich, profitabler zu sein, mehr Gewinne für sich selbst einzustreichen und den Staat damit auszutrocknen, bis er quasi verhungert. Ich habe alles genau geplant. So? Großartig. Ich denke, an dieser Stelle spaltet sich das Lager derjenigen, die das hier hören, in zwei Teile. Die einen halten das vermutlich ohnehin für selbstverständlich und für die ist das gar nichts weiter Besonderes. Viele Leute haben schon mal auf die eine oder andere Art und Weise schwarz gearbeitet und damit Steuern hinterzogen. Wenn auch vermutlich nicht in größerem Maßstab. Dass diese Theorie akademisch formuliert ist, täuscht kaum über die absolute Einfachheit hinweg und die Tatsache, dass die Einteilung auf eine Art und Weise funktioniert, die Aktivitäten in einem Raster zuordnet. Ganz gleich, ob man sie auch genauso benennt. Und das andere Lager ist das der Etatisten, die sich darüber aufregen und das furchtbar finden, weil sie den Staat und seine Gesetze für die Verkörperung von Moral halten. Das ist doch furchtbar. Was, wenn das alle machen? Dann haben wir ja überhaupt keine Kontrolle mehr. Das ist ja quasi Anarchie. Ja. Viele agoristische Geschichten und Anekdoten, wie sie zum Beispiel in Antipolitik erwähnt werden, stammen aus offensichtlich unmoralischen Diktaturen, wie der Sowjetunion unter Stalin, Rumänien oder unter Ceausescu oder Nazi-Deutschland. Es ist immer leicht, sich in der heutigen Welt vorzustellen, man wäre damals ein tapferer Widerstandskämpfer in solchen Systemen gewesen. Aber ist dann gleichzeitig von der Vorstellung beseelt, in unserem heutigen System wäre alles moralisch richtig und man müsste nur an ein paar Stellschrauben drehen, damit die wenigen Ungerechtigkeiten wieder ins Lot kämen. In einer solchen Überzeugung, auf der moralisch richtigen Seite zu stehen, sehen es nur leider allzu viele Menschen als notwendig und richtig an, Gewalt anzuwenden. Das wiederum unterscheidet sich kein bisschen von den unmoralischen Regimen wie dem Sozialismus oder dem Nationalsozialismus.
Die Grundlagen des Agorismus hat SEK 3 auf zwei Konferenzen, der CounterCon 1 und der CounterCon 2, im Oktober 1974 und im Mai 1975 dargelegt. Das ist also fast 50 Jahre her. Und damals war die politische Zeit natürlich noch eine deutlich andere. Ebenso wie die Anarchokapitalisten bezieht Konkin seine ökonomische Bildung aus der österreichischen Schule, insbesondere durch Ludwig von Mises, und er war einer der frühen Schüler von Murray Rothbard. Der Unterschied zu Anarchokapitalisten wie Murray Rothbard und Agoristen wie SEK 3 ist jetzt aber der eigentlich interessante Faktor. Rothbard hat sich dafür ausgesprochen, eine gewisse Art von Bündnis zwischen der Old Right, nicht der Alt-Right, also der alternativen Rechten, also den Konservativen, und der New Left, also den anarchistisch geprägten Postmarxisten, einzugehen. Robert Lefebvre dagegen hat eine Nicht-Einmischung und zivilen Ungehorsam in politische Belange befürwortet, was auch Konkins Ansatz entsprach. Dieser Stil ist dann aber irgendwie ziemlich untergegangen und im Jahr 1971 wurde die Libertarian Party in den USA gegründet. Murray Rothbard war zwar Mitbegründer, hat aber eigentlich nie aktiv Parteipolitik betrieben. Konkin war ebenfalls derjenige, der den Begriff Minarchismus, zu Deutsch Minimalstaat, geprägt hat. Es ist jetzt kaum erwähnenswert, dass Konkin kein Minimalstaatler war, ebenso wie ich das nicht bin. Es entstehen immer wieder lange Debatten zwischen Minimalstaatler versus Anarchokapitalisten und auf dem Liberty Sunrise 2022 durfte ich selbst mit Max Remke eine solche Debatte auf Seiten der Anarchokapitalisten führen. Agoristen halten diese Debatte zum Großteil für eine lächerliche Elfenbeinturmdebatte zwischen Vertretern einer libertären Minderheit, die sich darüber streitet, in welchem idealen System man gern leben würde, ohne auch nur den Hauch einer Chance, das eine oder das andere in der Realität umzusetzen. Die viel entscheidendere Debatte als Minimalstaatler versus Anarchokapitalisten ist laut SEK 3 die Debatte Agoristen versus Patriarchen. Der Begriff Partei im englischen Party hat mehrere komisch klingende Abweichungen zu Patriarch wie Partyarchy, Partycracy, Partyocracy, Partytocracia oder Partocracy. Ich will die hier nicht alle eindeutschen. Ich bin sowieso vermutlich der erste Mensch, der diese Begriffe im ganzen deutschsprachigen Raum benutzt. Was besonders insofern ironisch ist, da die Amerikaner sich gerne mal auf das deutsche Parteiensystem beziehen, um Parteiarchie oder Parteiokratie überhaupt zu erklären. Der einzige deutschsprachige Vertreter, den ich kenne, der das Parteiensystem maßgeblich kritisiert, ist Antoni P. Müller. Ich habe mehrere Ausschnitte von ihm im Intro gezeigt. Er ist Wirtschaftsprofessor in Brasilien, Vertreter der österreichischen Schule und Mitglied des Ludwig von Mises Instituts. Markus Krall wiederum hat auch schon mal angedeutet, dass das Grundgesetz in Artikel 21 besagt, dass die politischen Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Und daran kritisiert, dass das in keinster Weise bedeutet, dass es ausschließlich Parteien sein müssen, die die politische Willensbildung bestimmen. 1967 hat die Bundesrepublik ein Parteiengesetz vorgelegt, die vom Leiter der Partei, die Libertären, Florian Handwerker, von ihm durfte ich schon mal erfahren, was die einem alles für absurde und willkürliche Vorschriften machen, um eine politische Partei zu gründen. Ich will hier auch gar nicht allzu tief ins Detail gehen. Ich erlebe unter einem erheblichen Anteil meiner eigenen Follower eine Neigung zur Unterwerfung vor der Parteiokratie. Und in dieser dann insbesondere gegenüber der AfD. Die Zuwendung zur AfD ist mir alles andere als fremd. Ein Großteil der Libertären in Deutschland, die dem Wählen nicht abgeneigt sind, wendet sich eher der AfD zu, als der lachhaften Hoffnung, man könnte die FDP nochmal zurück zu einem freiheitlichen Kurs zu bewegen. Zwei Punkte machen mich im Allgemeinen skeptisch. Erstens, macht die AfD einen Spagat zwischen den Neurechten und dem libertären Lager? Und die Neurechten hassen uns Libertäre wie die Pest und wollen eigentlich lieber mit den Kommunisten zusammenarbeiten, die zumindest denen, die noch nicht völlig den Verstand verloren haben. Und der zweite und der viel wichtigere Punkt ist eben,
dass es Etatisten unmöglich ist, außerhalb dieser Box zu denken und den Staat nicht als Gegebenheit anzusehen. Ich werde in der Videobeschreibung nochmal einen Artikel von Oliver Gorus auf Freiheitsfunken posten, der es ähnlich auf den Punkt bringt, aber das geschriebene Wort wirkt oft nochmal besser als ein Video. Eine andere kurze Anekdote. Mir begegnen ab und an Leute, die mir erzählen, dass sie schon seit etwa 2010 Libertäre sind. Und ich reagiere darauf oft einigermaßen geschockt und frage zurück, wie war das denn all die Jahre für dich? Hast du dich nicht unfassbar einsam gefühlt? Oft bekomme ich darauf ein Lächeln und Schulterzucken als Antwort mit dem Zusatz, ja, es war auch so. Ich konnte halt mit niemandem reden. Also bin ich allein geblieben, habe Bücher gelesen und in der Öffentlichkeit einfach meine Fresse gehalten. 2010 kam auf Facebook dann freiwillig frei raus und da konnte ich wenigstens in den Kommentarspalten Gleichgesinnte finden. Ich selbst hätte noch bis ungefähr 2017 die AfD ebenfalls nahezu bedingungslos und bis aufs Blut verteidigt, weil ich sie als einzige Chance gesehen habe, aus dem politischen Wahnsinn der Altparteien auszubrechen. Meinen Irrtum habe ich dann eingesehen, als ich Demokratie, der Gott, der keiner ist, von Hans-Hermann Hoppe gelesen habe. Und da habe ich kapiert, dass man mit demokratischer Politik im Allgemeinen überhaupt nicht dahin kommen kann, wo man eigentlich hin will. Genau das werfe ich dann wiederum gerne Leuten wie Markus Krall oder dem argentinischen Präsidentschaftskandidaten Javier Milei vor. Die Demokratie als heilige Kuh hochhalten und die für sie eine Selbstverständlichkeit ist. Klar, man kann jetzt hingehen und Demokratie als Wahlmöglichkeit umdeuten, was dann eigentlich das mit den Füßen abstimmen ist. Aber dann muss man diese Erläuterung auch mit hinzufügen, was diese Menschen aber nicht tun. Ich bin nicht der Ansicht, dass es hilfreich ist, zu lügen, um Stimmen zu bekommen. Auch wenn das in der Politik sicherlich die gängige Praxis ist. Wer sagt denn überhaupt, dass es eine Regel ist, dass man die Demokratie als unvermeidlich betiteln muss, bloß weil das für einen Haufen Fernsehzuschauer so selbstverständlich ist? Es gibt nur zwei Regeln beim Fernsehen. Fluche nicht und hol deinen Lümmel nicht raus. Kapiert doch jeder Idiot! Dann bekomme ich oftmals so Antworten wie, aber du feierst doch Javier Milei. Und was ist mit Ron Paul? Hat der nicht Millionen Menschen aufgeweckt? Der ist Politiker und ein demokratischer noch dazu. In diesem Kontext zählen für mich nur zwei Dinge. Erstens die mediale Aufmerksamkeit, in der libertäre Demokraten dann Punkte wie die Ausbeutung durch Zentralbanken oder die imperialistische Außenpolitik, also Krieg, zum Thema machen. Und zweitens die tatsächlich folgenden Taten. Ron Paul sagt offen, dass einige seiner besten Freunde Anarchisten sind und er stimmt im Kongress konsequent bei jedem Thema mit Nein ab. Javier Milei behauptet, dass er, wenn auch im Rahmen des Rechtsstaats, sämtliche Ministerien abschaffen wird und dem privaten Sektor den Vorzug zu staatlicher Bevormundung gibt. Und ich gehe auch nicht hin und zettle innerhalb unserer kleinen libertären Filterblase einen Kleinkrieg zwischen mir und der Partei Die Libertären an, weil ich in irgendeiner Weise deren Sinn und Zweck anerkenne. Ich bin Agorist genug, dass ich keine Hoffnung darin sehe, die Mittel des Staates zu benutzen, um den Staat selbst tatsächlich abzuschaffen. Und die AfD zum Beispiel plant das ja auch in keinster Weise. Aber ich kann die Möglichkeiten, die der Staat mir auf nicht sanktionierte Weise bietet, nutzen, um Wahlplakate mit der Aufschrift Steuern sind Raub aufzuhängen, so wie es auf dem freiheitlich gegensätzlichen Spektrum etliche kommunistische Kleinstparteien gibt, die ihre Wahlplakate bei Wahlen aufhängen. Ich gebe mich nur dann nicht der Illusion hin, dass hier Mehrheiten erzielt werden und Parteipolitik gemacht wird. Denn sobald das der Fall ist, übernimmt nicht mehr der Idealismus, sondern der Pragmatismus. Dann wollen Leute Geld verdienen und Posten gewinnen. Aber selbst hierin ist die Libertarian Party in den USA seit dem Mises Caucus geschickter geworden. Die Moralvorstellungen von Libertären schlagen die der Sozialisten in allen Belangen, wenn sie nur clever genug formulieren können, dass Freiheit von Not und Armut nicht durch Politik, also Umverteilung, gewonnen werden kann, weil das ein Null- bis Negativ-Summenspiel ist.
sondern dass man lediglich Freiheit von staatlicher Unterdrückung und Bevormundung gewinnen kann. Und in diesem Zusammenhang kann man auch von Gleichheit sprechen. Nur dass diese Gleichheit die Gleichheit vor dem Gesetz meint und nicht die erzwungene Gleichstellung und Gleichmacherei in natürlichem Sinne. All das sind aber Punkte, die durch Reden, Debatten und mediale Beschallung in die Köpfe der Leute geraten müssen. Und das ist zum einen das, was ich selbst tue, und etwas, wobei ich anderen nicht im Weg stehen will. Das kann jeder predigen, und solange ich hier der Kern in der Sache getroffen wird, verbreite ich gerne die Aussage weiter. Wogegen ich mich aktiv wehre, ist der Glaube, dass man ein Kreuz auf einem Zettel macht und dann kümmert sich eine dritte Person darum, die Freiheit für einen selbst zu erkämpfen. Denn das ist nicht möglich. Parteipolitik kann niemanden freier machen. Genauso wenig wie einem Feuer die Brandblasen kühlen kann. Und das ist es, worauf ich permanent versuche, aufmerksam zu machen, was aber Etatisten eben einfach nicht hören wollen. Ich komme auf dieses Thema nachher nochmal zurück und will jetzt wieder zurück zum Agorismus kommen. Da Agoristen politische Wahlen ablehnen, versuchen sie zumindest alternative Strategien anzubieten, um eine freiere Gesellschaft zu erreichen. Neben der Gegenökonomie zählen hierzu Bildung, wobei der Heimunterricht in Deutschland als eines der einzigen Staaten der Welt fast unmöglich ist. Als Eltern kann man seinen Kindern aber zumindest dahingehend behilflich sein, die Staatsindoktrination wieder zu verlernen, wenn man es nur einigermaßen geschickt anstellt. Peter Müller, der Gründer von Freiwillig Frei und inzwischen Mitbetreiber von Voluntaristen.de, hat schon in Fair Talk und nochmal beim Mises Karma Event den meiner Auffassung nach unfassbar großartigen Satz rausgehauen: Wenn mein Kind mich fragt, warum es in die Schule muss, werde ich antworten, weil dein Papa sonst ins Gefängnis muss. Er hat dann auch noch weiter ausgeführt, wie er seinen Kindern erklärt hat, dass in der Schule von ihnen verlangt wird, das wiederzugeben, was die Lehrer von ihnen hören wollen. Und Wahrheit ist dort irrelevant. Man kommt viel leichter durch die Zeit der staatlichen Indoktrination, wenn man weiß, dass man bloß Dinge auswendig lernen und wiederkäuen muss und kritisches Denken hier in keiner Weise belohnt wird. Wenn man glaubt, man müsse in der Schule kritisch denken oder die Wahrheit herausfinden, kann einen diese Zeit unfassbar verbittern und depressiv machen. Ein weiterer wichtiger Faktor von Agorismus ist die Selbstversorgung. Viele Deutsche machen das ohnehin schon und sei es bloß, weil es einfach nur Spaß macht. Seinen eigenen Garten anlegen oder einen Hühnerstall zu bauen, schafft eine Form von Sicherheit vor den unsicheren Verhältnissen der künftigen Krisen, die kaum mit Gold aufzuwiegen ist. Dann gibt es noch die direkte Aktion. Darunter sind jetzt zum Beispiel Protestaktionen wie die der Trucker in Kanada gegen die Corona-Maßnahmen oder die Bauernaufstände in den Niederlanden zu verstehen. Und weil solche Maßnahmen gefährlich sind und teilweise vom Staat mit dem Einfrieren des eigenen Bankkontos einhergehen können, ist eine weitere Maßnahme, die kaum als wichtig genug eingestuft werden kann, die Beschäftigung mit alternativen Währungen wie Gold- und Silbermünzen oder selbstverständlich Bitcoin. Wie viele ukrainische Flüchtlinge konnten wohl ihr Vermögen über die Grenze retten, indem sie sich einfach bloß 24 Wörter als Seedphrase zur Wiederherstellung ihrer Bitcoin-Wallet gemerkt haben und so im europäischen Ausland normal weiterleben konnten? Was ebenfalls gerne betont wird, aber in Deutschland noch kaum weit verbreitet ist, ist das Drucken von Waffen mit einem 3D-Drucker. Aber auch an dieser Stelle hat Jay Stark und Plastic Defense bereits Vorarbeit geleistet. Im weiteren Rahmen geht es aber nicht bloß um Waffen, sondern um Unternehmertum und Erfindergeist in einem größeren Sinne. Ich habe es schon vor einer halben Ewigkeit angekündigt, aber ich werde das Buch Gemeindetechnologie bzw. im Englischen Community Technology von Karl Hess diesmal auch wirklich in absehbarer Zukunft herausbringen. Karl Hess hat mitten in Washington D.C. eine nachhaltige Parallelwirtschaft gegründet, indem er Gemüsegärten auf Hochhausdächern und Fischzuchtanlagen in Kellern angelegt hat. So etwas sollte gerade für Deutsche Denkanstöße geben,
wie kreativ man werden kann, um eine starke Gegenökonomie zu gründen. Und jetzt nochmal ein klein wenig zurück in den Elfenbeinturm. Denn ich werde immer ganz scharf, wenn ich Leuten mit einem vermeintlich überzeugten Weltbild die triggern kann. Karl Hess, genauso wie Samuel Edward Konkin, waren in ihrer eigenen Überzeugung nach Linke, beziehungsweise Linkslibertäre. Natürlich ist das nicht das heutige Woke-Links gemeint, das gehörte zu den 70er Jahren. Aber Karl Hess hat aktiv mit der marxistischen Black Panther Party zusammengearbeitet und Konkin hat die Bewegung der libertären Linken gegründet, die in ihrem eigenen Frame Sozialisten oder Sozialetatisten als politisch rechts eingestuft hat. Ich wage zu bezweifeln, dass man diese Selbstbezeichnung im heutigen Deutschland neu aufleben lassen kann. Und wenn, wäre ich nicht der Richtige dazu. Aber die Ideen des Agorismus könnten bei vielen Linken auf fruchtbaren Nährboden fallen. Ich verkehre leider nicht in solchen Kreisen, um dieses Gedankengut populär zu machen. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die sich selbst als links bezeichnen, sind die alle bereit, staatliche Gewalt gegen mich und meine Ansichten anzuwenden und mich von vielen meiner Vorhaben abzubringen. Und damit wären sie aus linkslibertärer, agoristischer Perspektive eben autoritäre Rechte. Naja, oder halt so Realsozialisten. Eine Sichtweise, aus der diese Personen sich nur durch semantische Kniffe und mit bestehenden, bleibenden, offenen Widersprüchen herauswieseln können. Das marxische Konzept der Klassentheorie wurde von Konkin beschrieben und von Wally Conger weiterentwickelt, was als Hörbuch auf meinem YouTube-Kanal zu finden ist. Klassentheorie ist auch nichts weiter als die märchenhafte Versinnbildlichung von Gut und Böse oder halt eben Unterdrücker versus Unterdrückte. Conger unterteilt in agoristischer Klassentheorie Gut, Neutral und Böse. Den Unternehmer, den libertären Kapitalisten und den etatistischen Kapitalisten. Der Unternehmer ist der Innovator, derjenige, der das Risiko auf sich nimmt, der Produzent. Kurz, derjenige, der den freien Markt voranbringt. Der neutrale bzw. der libertäre Kapitalist ist der Kapitalgeber für den Unternehmer. Der muss nicht zwangsläufig ideologisch von seinen Taten überzeugt sein. Aber es geht in diesem Konzept auch mehr darum herauszufinden, ob der Unternehmer sich auf den Kapitalisten verlassen und ihm vertrauen kann oder ob er ein etatistischer Kapitalist ist, also jemand, der sich der staatlichen Kontrolle bedient. Aus dieser Perspektive heraus unterscheidet sich Agorismus wiederum von Anarchokapitalismus, weil bei letzterem Etatismus und Kapitalismus ein Widerspruch ist. Da der Agorismus aber zu linkem Gedankengut tendiert, bedient er sich der etwas anderen Definition von Kapitalismus, wie sie in linken Kreisen üblich ist. Kapitalismus gleich irgendwer macht irgendwas mit Geld. Ich beschäftige mich gleich nochmal mehr damit. Konkin erklärt, dass Anarchokapitalisten die Klasse der Unternehmer und die der libertären Kapitalisten miteinander verschmelzen lassen und nicht wirklich unterscheiden. Wogegen Marxisten alle drei Klassen miteinander verschmelzen. So viel zur Theorie. Mir persönlich ist die intuitive Erklärung von Konkin zum Thema Rechtsstreitigkeiten ohne staatliches Rechtssystem besonders im Gedächtnis geblieben. Denn ich finde die viel einfacher verständlich als die teilweise langen Ausführungen anarchokapitalistischer Theorien, obwohl sie im Prinzip kongruent sind. Wenn wir den Staat abschaffen, wie verhindern wir dann Gewalt und Betrug und Diebstahl? Brauchen wir dafür nicht eine Polizei und ein Gerichtssystem? Also, die Theorie geht so. Menschen beauftragen private Versicherungen und Rechtsdurchsetzungsfirmen gegen eine Gebühr, um sich gegen eine vermeintlich unrechtmäßig handelnde Person oder Gruppe zur Wehr zu setzen. Konkret. Nehmen wir an, B stiehlt Eigentum von A. A weiß nicht, von wem er bestohlen wurde und kontaktiert seinen Rechtsdurchsetzer DA. DA erstattet A seinen Verlust und versucht herauszufinden, wer A bestohlen hat. Wenn DA den Schuldigen nicht findet, bleiben sie auf dem Verlust sitzen, wodurch der starke Anreiz entsteht, tatsächlich nach dem Schuldigen zu suchen.
Wenn DA nun doch B findet, der im Besitz des Eigentums von A ist, dann entstehen zwei Möglichkeiten. Erstens, B gibt zu, A bestohlen zu haben und händigt A wieder sein Eigentum aus, wobei er dazu gezwungen wird, DA die Kosten für die Aufnahme des Falls zu entschädigen. Wenn B nun aber stattdessen behauptet, er wäre der rechtmäßige Eigentümer und nicht A, dann entsteht ein Konflikt. B ist wiederum bei seinem Rechtsdurchsetzer DB versichert. Weder DA noch DB haben einen Anreiz dazu, Gewalt gegen den jeweils anderen anzuwenden, da sie dadurch beide Verlust machen würden. Stattdessen versuchen sie, sich einen unabhängigen Richter, der den Fall prüft, zu suchen. Sollte der Richter entscheiden, dass B tatsächlich A's Eigentum gestohlen hat, vollstreckt DA das Urteil gegen B und erlegt ihm die Kosten auf. Sollte B dagegen der eigentlich rechtmäßige Eigentümer sein, vollstreckt DB das Urteil gegen A und erlegt ihm die Kosten für das Urteil auf. Mir konnte noch nie jemand aufzeigen, wo dieses System fehlerhaft sein könnte. Das gängigste Gegenargument ist eigentlich nur, dass sich A den Rechtsdurchsetzer DA nicht leisten könne. Aber zum einen haben mehrere Rechenbeispiele ergeben, dass ein solcher Rechtsdurchsetzer kaum teurer sein müsste als eine Privathaftpflichtversicherung, so wie sie heute bereits jeder hat. Und zum anderen ist es durchaus möglich, dass sich DA dem Fall bereits annimmt, ohne dass A bei ihm versichert ist. Wenn A nur glaubhaft erklären kann, dass er den Fall gewinnen wird, sofern DA nur B finden kann und wird, und sofort hätte DA einen Anreiz, B zu suchen. Und da dies nun mal deren Geschäftsmodell entspricht, werden sie auch dementsprechend gut darin sein. Und jetzt überlasse ich es der freien Fantasie des Zuschauers, dieses Beispiel nochmal in aller Ruhe konkret durchzuschauen und es frei auf alle möglichen Beispiele bis hin zu Vergewaltigung und Kindesentführung zu übertragen. Upgrade. Ich möchte nochmal konkret auf die Definitionen von Staat und Kapitalismus zu sprechen kommen, denn das ist oftmals ein Punkt, an dem ich Diskussionen nur deshalb keine Ergebnisse erziele, weil aneinander vorbeigeredet wird. Meine Definition von Staat ist die Definition, die unter anderem Murray Rothbard in Anatomie des Staates liefert. Der Staat ist der territoriale Monopolist der Letztentscheidung über Konflikte. In Deutschland übt das Bundesverfassungsgericht diese Institution aus und die Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht fällt, ist unanfechtbar. Das ist es, was den Staat ausmacht. Und das ist eine eng gefasste Definition. So interpretieren die meisten Leute aber nicht den Staat. Die meisten Leute interpretieren den Staat als irgendeine lose Form der Gesellschaftsorganisation. Wenn Konfliktparteien sich eine Versicherung und eine Rechtsdurchsetzungsorganisation suchen, die ihre Konflikte für sie löst und sie sich mit den entsprechenden Organisationen einverstanden erklären, dann ist das Konzept des Staates hinfällig. Das passt vielen Leuten nicht, weil sie einfach sagen, dass sie dann zwar faktisch im Unrecht sein könnten, aber dennoch zum Staat gehen, um ihren Rechtsanspruch mit Gewalt durchzusetzen. Das passiert derzeit auch permanent und das ist das Problem an der Sache. Daher läuft derzeit auch ja so viel aus dem Ruder. Und hier liegt eben der Anspruch des Agorismus, die Institutionen des Staates nicht mehr zu nutzen, weil man sich nicht auf sie verlassen kann. Das verdrängt den Staat in die Nicht-Existenz. Und das ist keine Utopie, das passiert auf diversen Ebenen andauernd, bloß nicht allumfassend, wie Etatisten das gerne hätten. Der andere Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist Kapitalismus. Kapitalismus ist nichts weiter als Privateigentum, wobei schon dieser Begriff ein Pleonasmus ist. Eigentum ist immer privat. Wenn Eigentum öffentlich ist, ist es gestohlen bzw. enteignet. Wenn wir jetzt in der Geschichte des Anarchismus zeitlich weit zurückgehen, kommen wir zu Pierre-Joseph Proudhon, der den Satz Eigentum ist Diebstahl geprägt hat. Aus heutiger Sicht mag es etwas schwierig zu verstehen sein, warum das noch als Anarchismus gelten soll, aber Proudhon war Befürworter von Mutualismus, eine Art gegenseitiger Unterstützung der Arbeiter, eine frühe Form der Genossenschaft, und Föderalismus, also der weitgehenden Eigenständigkeit der Gliederstaaten, eine Art Subsidiaritätsprinzip. Proudhon bezog sich noch größtenteils auf eine Zeit des stark ausufernden Absolutismus und die Logikfehler der Ungleichheit, auf die sich Linke bis heute beziehen, ziehen sich nahtlos durch die Geschichte fort. Gleichheit nicht vor dem Gesetz, sondern Gleichstellung per Zwang ist einfach nicht einleuchtend.
Wer bestimmt ab, wann der Reichtum eines Einzelnen zu viel ist? Und wer soll es dann wiederum wegnehmen und an wen umverteilen? Wie viel darf der Umverteiler selbst für sich behalten? Wie viel Zwang ist dafür gerechtfertigt? Und wer sorgt wiederum dafür, dass der Umverteiler seine Macht nicht missbraucht? Who watches the watchman? Diese Logik entspricht dem Gerechtigkeitsempfinden eines Kindergartenkindes. Das sieht, dass jemand anderes mehr hat als es selbst und das unfair findet. Außer blumigen Beschreibungen sind Erwachsene über diese Denkweise auch nicht hinausgekommen. In der Praxis läuft es immer so, dass der Umverteiler sich als die personifizierte Gerechtigkeit ausgibt und dann wiederum derjenige ist, der überproportional viel hat, dann aber in den Augen von Linken trotzdem nicht derjenige ist, der im Unrecht handelt. Stattdessen trifft die Wut von Linken nicht die Politiker, sondern die Unternehmer, die das eigentliche Rückgrat der gesamten Volkswirtschaft bilden. Unternehmer beuten Arbeiter aus. Dieses Paradigma ist für Linke unumstößlich. Man erzielt selbst nur geringe Akzeptanz beim Gegenüber, wenn man auf Selbstständige verweist. Der Heizungsbauer mit 5 Angestellten ist trotzdem der Ausbeuter. Warum auch immer. Und Freiwilligkeit ist kein Argument. Selbst wenn der Unternehmer starke Schwankungen bei seinen Einnahmen hinnehmen muss, während seine Angestellten eine stärkere Risikoaversion haben und daher ein gleichbleibendes Gehalt beziehen. Mir hat das noch nie eingeleuchtet. Klar ist es weniger der mittelständige Betrieb, auf den Linke sauer sind, als der Großkonzern mit seinen Managern und Millionengehältern. Aber wenn ich in diesem Bezug betone, dass Großkonzerne das Drehtürprinzip zur Politik nutzen und sich Gesetze unterschreiben lassen, die ihrem Konzern Wettbewerbsvorteile gegen andere Unternehmen sichert, wird das abgetan, als gäbe es das nicht. Und über die primitive Vorstellung, dass nur der Richtige in die Machtposition kommen muss, um gerechter umzuverteilen, an irgendeine wie auch immer geartete Wir-Gruppierung, ist etwas, über das Rechte leider auch immer noch nicht hinweggekommen sind. Genau diese Wir-Gruppierung haben aber leider die Marxisten sehr wohl verstanden. Und jetzt spreche ich nicht mehr von Leuten, die noch dem Realsozialismus anhängen, sondern der heutigen Form von Kulturmarxismus. Ich glaube, wir erleben derzeit den Durchmarsch der Kulturmarxisten bis in die höchsten staatlichen Ämter. In den 30er Jahren hatte Gramsci, einer der renommiertesten Kulturmarxisten, in seinen Gefängnisbriefen in Italien, er war der Führer der kommunistischen Partei gewesen, war von Mussolini in Haft gesetzt worden. Er hat es in seinen Gefängnisbriefen beschrieben, wie eine neue Revolution auszusehen hat und nicht blutig, nicht wie 1917 in der Sowjetunion oder in Russland, sondern angefangen in den Redaktionen der Staatsmedien, in den Redaktionen der Zeitungen, an Universitäten, in den Bildungseinrichtungen. Die Philosophie war einfach: Wer bestimmt, was die Leute lesen, bestimmt auch, wie sie denken und bestimmt auch, was sie dann tun. Und das ist in den 70er Jahren auch von vielen schon beschrieben worden als große Gefahr. Aber man hat nicht darauf reagiert. Und was ich jetzt sehe, ist, dass diese Kulturmarxisten auf der einen Seite in Deutschland jedenfalls maßgebende politische und journalistische Positionen erlangt haben. Kulturmarxismus ist ein Begriff, für den man gerne ausgelacht oder als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird. Es ist auch nicht einfach, den Begriff glasklar zu definieren, denn das machen Anhänger dieser Ideologie selbst nicht wirklich. Daher umreiße ich das auch nur in Kurzfassung. Marxismus ist das Anstreben der klassenlosen Gesellschaft, wobei die Klassen selbst ziemlich verschwommen sind, wie ich vorhin bereits dargelegt habe. Was mal Bourgeoisie und Proletariat waren, ist schon im damaligen Realsozialismus nicht mehr so klar gewesen. Die Frankfurter Schule und ihre kritische Theorie sind nur ein Puzzleteil des Kulturmarxismus, die durch den Ausdruck "Denken ist Tun" von Adorno Theorie und Praxis fest miteinander verschmelzen. In der österreichischen Schule haben Mises und Rothbard eigentlich schon früh gezeigt, dass man das nicht stehen lassen kann. Man kann nur durch praktische Handlungen der Menschen ihre Intentionen und damit Gedanken herausfinden und das keinesfalls gleichsetzen. Diese schwammige Logik ist aber Kernbestandteil des Marxismus. Kultur ist der eigentlich wichtigere Aspekt, denn im Gegensatz zum Realsozialismus kommt der heutige Marxismus nicht durch staatliche Gewalt. Und das ist ziemlich wichtig zu erkennen. Kultur, so erklärt Jörg Guido Hülsmann, bedeutet, wie wir die Dinge tun, im Gegensatz zu was wir tun bzw. was das Ende der Handlungen ist. Die Art und Weise, wie wir Dinge tun, kann stark variieren, selbst wenn man gleiche Ergebnisse erzielt. Beispielsweise skripte ich meine Videos und trage sie vor, während andere frei sprechen und wieder andere ohne Kamera in ein Mikrofon sprechen. Alle drei Arten erzielen aber dasselbe Ergebnis, nämlich eine bestimmte Botschaft rüberzubringen.
Und der Kulturmarxismus ist im Grunde die Zusammenführung beider Begriffe. Das Anstreben einer klassenlosen Gesellschaft, also eine Art der Gleichmacherei zu betreiben, die auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen kann, die miteinander verflochten sind, aber das gleiche Ziel verfolgen. Und an dieser Stelle spare ich mir tiefgründige Ausführungen von linken Texten wie denen von Herbert Marcuse und gebe stattdessen einen längeren Text zum Besten, der auf allen Ebenen verdeutlichen soll, womit wir es in Sachen Kulturmarxismus tatsächlich zu tun haben. Das Ganze ist ein Fragebogen von BuzzFeed, den man ganz einfach findet, wenn man nach Check Your Privilege sucht. Ich habe mir die Freiheit genommen, den Text ins Deutsche zu übersetzen, wobei man an einigen Stellen klar merken wird, dass der Fragebogen aus den Vereinigten Staaten kommt und nicht eins zu eins ins Deutsche übertragen werden kann. Zum Beispiel, der Begriff Rasse ist im Amerikanischen normal, in Deutschland ist er verbrannt. Deswegen ersetze ich ihn teilweise durch Ethnie. In Auslandreisen ist für Amerikaner ein deutlich größerer Sprung als für Europäer. Studentendarlehen sind in den USA teurer und diverses weiteres mehr. Wer Lust hat, der kann Pause drücken, sich Stift und Papier nehmen und das Ganze jetzt live mitmachen. Ihr müsst lediglich einen Strich für jede positive Antwort aufschreiben und es auslassen, wenn eure Antwort negativ ausfällt. Kreuzen Sie alle für Sie zutreffenden Aussagen an. Ich bin weiß. Ich wurde noch nie wegen meiner Hautfarbe diskriminiert. Ich war noch nie die einzige Person meiner Rasse in einem Raum. Ich wurde noch nie wegen meines Akzents verspottet. Mir wurde nie gesagt, dass ich für meine Rasse attraktiv bin. Ich war noch nie Opfer von Gewalt aufgrund meiner Rasse. Ich wurde noch nie rassistisch beleidigt. Mir wurde nie gesagt, dass ich weiß klinge. Es hat mich noch nie ein Fremder danach gefragt, ob er meine Haare berühren darf oder ob sie echt sind. Ich bin heterosexuell. Ich habe nie über meine Sexualität gelogen. Ich musste mich nie outen. Ich habe nie daran gezweifelt, dass meine Eltern meine Sexualität akzeptieren. Ich wurde nie Schwuchtel genannt. Ich wurde nie Kampflesbe genannt. Ich wurde nie als Tucke oder eine andere abfällige Beleidigung für Homosexuelle bezeichnet. Ich habe nie versucht, meine Sexualität zu verbergen. Ich fühle mich wohl damit, meine Zuneigung zu meinem Partner in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Ich habe nie vorgetäuscht, mit meinem Lebensgefährten nur befreundet zu sein. Ich wurde nie aufgrund meiner Religion wegen meiner sexuellen Orientierung geächtet. Mir wurde nie gesagt, dass ich wegen meiner sexuellen Orientierung in der Hölle schmoren würde. Mir wurde nie gesagt, dass meine Sexualität nur eine Phase ist. Mir wurde noch nie wegen meiner Sexualität Gewalt angedroht. Ich bin ein Mann. Ich fühle mich wohl in dem Geschlecht, mit dem ich geboren wurde. Ich identifiziere mich immer noch als das Geschlecht, mit dem ich geboren wurde. Ich habe nie versucht, mein Geschlecht zu ändern. Mir wurde noch nie aufgrund meines Geschlechts eine Gelegenheit verweigert. Ich verdiene mehr Geld als meine Arbeitskollegen eines anderen Geschlechts. Ich habe mich nie wegen meines Geschlechts unsicher gefühlt. Mir wurde noch nie hinterhergepfiffen. Ich wurde noch nie sexuell belästigt oder angegriffen. Ich wurde noch nie vergewaltigt. Ich arbeite in einem bezahlten Job. Meine Familie und ich haben noch nie unter der Armutsgrenze gelebt. Ich habe kein Studentendarlehen. Ich bin noch nie hungrig ins Bett gegangen. Ich war noch nie obdachlos. Meine Eltern bezahlen einen Teil meiner Rechnungen. Meine Eltern bezahlen alle meine Rechnungen. Ich bin nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Ich kaufe mindestens einmal im Monat neue Kleidung. Ich habe meine Steuern nie selbst gemacht. Ich habe mich nie arm gefühlt. Ich musste mir nie Sorgen um meine Miete machen. Ich habe noch nie als Kellner, Barkeeper oder Verkäufer gearbeitet. Ich hatte ein unbezahltes Praktikum. Ich hatte mehrere unbezahlte Praktika. Ich war auf Ferienfreizeiten. Ich bin auf eine Privatschule gegangen. Ich habe Abitur. Ich bin auf eine Elite-Hochschule gegangen. Ich habe das Studium abgeschlossen. Meine Eltern haben zumindest einen Teil meiner Studiengebühren bezahlt. Ich hatte zur Schulzeit ein Auto. Ich hatte noch nie einen Mitbewohner. Ich hatte schon immer Kabelfernsehen. Ich bin international gereist. Ich reise mindestens einmal im Jahr international. Ich habe im Ausland studiert. Ich habe noch nie eine Mahlzeit ausgelassen, um Geld zu sparen. Ich weiß nicht, was BAföG ist. Ich habe Semesterferien im Ausland verbracht. Ich habe viel Fliegermeilen.
Meine Eltern sind heterosexuell. Meine Eltern leben beide noch. Meine Eltern sind noch verheiratet. Ich habe keine körperlichen Behinderungen. Ich habe keine sozialen Behinderungen. Ich habe keine Lernschwierigkeiten. Ich hatte noch nie eine Essstörung. Ich war noch nie depressiv. Ich habe nie über Selbstmord nachgedacht. Ich habe noch nie einen Selbstmordversuch unternommen. Ich habe nie Medikamente für meine psychische Gesundheit genommen. Ich kann mir Medikamente leisten, wenn bzw. falls ich sie brauche. Mir wurde nie gesagt, dass ich übergewichtig oder zu dünn bin. Ich habe mich noch nie über- oder untergewichtig oder zu dünn gefühlt. Ich wurde noch nie für meinen Körper ausgelacht. Ich halte mich für körperlich attraktiv. Ich kann mir einen Therapeuten leisten. Ich habe verschreibungspflichtige Medikamente nur zum Spaß genommen. Ich hatte noch nie eine Sucht. Ich wurde nie für meine religiösen Überzeugungen ausgelacht. Mir wurde nie wegen meiner religiösen Überzeugungen Gewalt angedroht. Ich wurde noch nie wegen meiner religiösen Überzeugungen gewaltsam angegriffen. In meiner Stadt gibt es eine Kultstätte für meine Religion. Ich habe nie aus Selbstverteidigung über meine ethnische Zugehörigkeit gelogen. Ich habe nie aus Selbstverteidigung über meine Religion gelogen. Alle meine Arbeitsplätze waren an meine religiösen Praktiken angepasst. Ich bin bei der Flughafensicherheit nicht nervös. Ich habe noch nie die folgende Aussage gehört. Sie wurden zufällig für eine sekundäre Passkontrolle ausgewählt. Ich wurde noch nie als Terrorist bezeichnet. Niemand hat jemals versucht, mich aufgrund meiner religiösen Überzeugungen zu retten. Ich wurde noch nie wegen meiner Identität im Internet gemobbt. Ich wurde als Kind für keine meiner Identitäten gemobbt. Ich habe nie versucht, mich von irgendeiner meiner Identitäten zu distanzieren. Ich war mir nie eine meiner Identitäten bewusst. Ich habe nie einer meiner Identitäten in Frage gestellt. Ich fühle mich wegen der Identitäten, mit denen ich geboren wurde, privilegiert. Das sollten jetzt ca. 100 Fragen sein und jede positive Antwort ist ein Punkt für Privilegiertheit. Wenn man 100 hat, gehört man zur Ausbeuterklasse und wenn man 0 hat, steht man an der Spitze der Opferpyramide. Was lernen wir jetzt aus diesem Unfug? Ausbeutung und Unterdrückung beruht auf Gefühlen und verletzte Gefühle sind für Kulturmarxisten genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als eine ganz reale körperliche Bedrohung. All diese Fragen sind größtenteils vage und die Testperson kann das alles für sich frei auslegen. Durch das Zauberwort Intersektionalität verknüpfen sich die gefühlte religiöse, sexuelle und ethnische bzw. rassische Unterdrückung und Ausbeutung miteinander und das schafft eine Form des Zusammengehörigkeitsgefühls, das anderweitig undenkbar wäre. Religiöse, ethnische und sexuelle Minderheiten formen auf einmal eine Einheit, obwohl sie untereinander teilweise enorm gegensätzlich sind und ihre Unterdrückung gegenseitig sogar verstärken. Schwarzafrikanische Christen sind ethnisch unterprivilegiert, aber religiös wiederum nicht diskriminiert. Im Gegensatz zu den USA zählen Juden in Deutschland, aus Gründen, auf die ich hoffentlich nicht näher eingehen muss, nicht gerade als privilegiert. Das alles ist das Klassendenken und das Wir, auf das sich Kulturmarxisten beziehen. Es gibt enorm viele Ebenen, auf denen man dieses Klassendenken kritisieren kann. Warum verlaufen diese Linien nur in ethnischen, sexuellen und religiösen Ebenen? Wird man nicht ebenfalls von der Gesellschaft unterdrückt, wenn man zum Beispiel Linkshänder ist? Oder Brillenträger? Oder rothaarig mit Sommersprossen? Sich selbst zum Opfer zu stilisieren, um Mitleid von anderen Menschen zu bekommen, leuchtet mir als Taktik ja noch in gewissem Sinne ein. Aber wenn das nur auf Gefühlen beruht, kann jeder anfangen, sich seine Unterdrückung zurecht zu fantasieren. Und wenn die einzige Bedingung, um diesem marxistischen Todeskult anzugehören, die ist, sich dem Gedankengut zu unterwerfen, dann kann ja jeder hingehen und das Grundprinzip anerkennen, aber völlig gegensätzlich handeln, indem man Menschen, die in der Opferpyramide höher stehen als man selbst, einfach vorwirft, die Prinzipien selbst nicht anerkannt zu haben. Naja gut, das kommt ja auch immer wieder vor. Ich muss immer an Animal Farm denken, mit dem Spruch, manche Tiere sind gleicher als andere. Diese Taktik ist in kulturmarxistischen Kreisen, also den Leuten, die starke Vertreter der Opferpyramide sind, gängige Praxis. Wenn sie selbst stark privilegiert sind, treten sie als möglichst selbstlose Gönner in der Öffentlichkeit auf, verhalten sich aber in der Praxis absolut gegensätzlich. Bill Gates ist ein Paradebeispiel dafür. Er tut so, als würde er mit Impfungen die halbe Menschheit retten wollen, um dann 2019 gewaltige Mengen Aktien von Pfizer zu kaufen.
Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX, der mit seiner Trading-Firma Alameda Research gewaltige Mengen Kundengelder dazu benutzt hat, um sich selbst zu bereichern, ist ein Anhänger von effektivem Altruismus, einer Art utilitaristischen Sekte, die die Idee verfolgt, die knappen Ressourcen, Zeit und Geld so effektiv wie möglich einzusetzen, um Mensch und Tierwohl weitgehend zu verbessern. Warum Utilitarismus Quatsch ist, habe ich in einem früheren Video erklärt. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Und solche Leute gibt es haufenweise. Und sie werden medial gepusht. Es ist nicht immer ganz klar, ob Journalisten diese Opferpyramide nicht durchschauen oder ob sie nur Karriere machen können, wenn sie dieses Narrativ vertreten. Und die Eigentümer der Zeitungen und Fernsehsender hinter diesem Narrativ eigentlich stecken. Der Schlüssel ist aber die vorgeschobene Moral, weil Opfermentalität enorm intuitiv erscheint. Welche Taktik man am besten nutzt, um das zu entzaubern, dazu gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Eines meiner Lieblingsbeispiele sind Kanye West und Candace Owens, die mit White Lives Matter Hoodies rumgelaufen sind und sich von weißen Antifas dann wiederum rassistisch beleidigen lassen durften. Aber Widersprüchlichkeit alleine zerschlägt die Weltbilder von den heutigen woken Linken nicht. Viele von ihnen leben völlig fernab der Realität und die größte Chance, die ich sehe, ist, ihnen eine Alternative anzubieten. Darauf bezieht sich Konkin bei seiner Erklärung der Gegenökonomie. Durch zivilen und sozialen Ungehorsam sollen diese ethnischen, religiösen und sexuellen Klassengrenzen eingerissen werden. Und ich bezweifle, dass Rechten das gelingt oder dass sie das überhaupt versuchen wollen. Rechte setzen im Allgemeinen auf ihren Hang zu Stärke und bei ihnen ist das tragende Element, dass sie das Schwache ausmerzen wollen. Das kann bei dem ein oder anderen Antifaschisten oder halbintellektuellen Linken auch noch gelingen, aber bei religiösen, sexuellen oder ethnischen Minderheiten wird die Forderung hier eher die Abschiebung sein oder, tja, ich weiß auch nicht, irgendeine Form der autoritären Therapie, Zuchthaus oder so. Und auf dieser Ebene haben Libertäre halt einfach mehr anzubieten. Ich bin der Klitt-Commander! Deine Religion, Sexualität oder Rasse interessiert uns Libertäre im Prinzip recht wenig, solange du dich an das Nicht-Aggressionsprinzip hältst. Respektiere die körperliche Unversehrtheit und das Eigentum anderer Leute und du bist bei uns Libertären willkommen. Beklau uns oder droh uns Gewalt an und du wirst physisch entfernt. Natürlich kannst du aber ebenfalls nicht erwarten, dass du irgendeine Form der bevorzugten Behandlung bekommst. Selbstverständlich kann ich mir auf gewisse Art und Weise Mühe geben, deine Gefühle nicht zu verletzen. Aber das kann niemand zu einer festen Regel machen, denn ich muss in Kauf nehmen, deine Gefühle zu verletzen, um in der Lage zu sein, überhaupt zu kommunizieren. Ich bin nicht mehr bereit, mir Klagen anzuhören, dass irgendjemand in diesem Land nicht die Möglichkeit hätte, sich mit harter Arbeit den Arsch aufzureißen, um seinen persönlichen Wohlstand zu verbessern. Die Leute wollen einfach nur nicht, weil sie vom Sozialstaat leben können, was bei weitem bequemer ist. Aber das Sozialamt hat keinen Anreiz, einen in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen, sondern lediglich einen von sich abhängig zu machen. Das Rumheulen und das Suhlen in der Opferrolle verstärkt sich selbst, genauso wie das Muster der Depression. Ich finde einfach kein offenes Ohr mehr bei Menschen mit höherem Melanilanteil, die sich bei jedem schiefen Blick von Rassismus schwafeln, als gäbe es nicht gleichzeitig andere Faktoren wie Kleidung, Verhalten und Sprache, die mindestens genauso relevant für die eigene Außenwirkung sind. Ich habe zig Lesben, Schwule und Bisexuelle in meinem Leben getroffen und wenn sie nicht von der linken Opfermentalität beseelt waren, waren sie auch selten wirklich depressiv, sondern kamen einigermaßen gut mit sich selbst klar. Beim Thema Trans endet meine persönliche Toleranz dann aber fast völlig, weil die Widersprüche so eklatant sind. Und auch wenn das Folgende von Kulturmarxisten als Hassrede gebrandmarkt wird, es gibt bekennende Transpersonen, die das Folgende ungefähr selbst so formuliert haben. Transfrauen sind keine Frauen, sondern das Gegenteil. Transfrauen sind Männer. Transmänner sind keine Männer, sondern das Gegenteil. Transmänner sind Frauen. Transrechte sind keine Menschenrechte, sondern bevorzugte Behandlungen, die von einer kleinen Gruppe gefordert werden und damit die Rechte von Männern, Frauen, Homosexuellen und Kindern unterminieren. Transaktivisten sind keine logische Fortsetzung von Schwulen- und Lesbenaktivisten,
sondern haben sich als wesentlich kleinere Gruppierung an deren Spitze gesetzt und zerstören das, wofür diese eigentlich mal gestanden haben. Eine Lesbe ist eine Frau, die sich sexuell zu anderen Frauen hingezogen fühlt. Und so rücksichtsvoll sie sich auch gegenüber anderen Menschen bei verletzten Gefühlen zeigen mag, kann mir keine Lesbe in Deutschland erzählen, dass sie sich sexuell zu Tessa Ganserer hingezogen fühlt, völlig egal, wie oft der sich in der Öffentlichkeit als Frau bezeichnet. Innerhalb dieser ideologischen Zerstörung der biologischen Geschlechterrollen soll die oberflächliche plastische Chirurgie und die Hormontherapie jetzt dafür sorgen, dass die bloße Wahrnehmung des eigenen Geschlechts das ist, was tatsächlich zählt und beliebig wechselbar ist. Das wiederum wird als ideologische Verblendung bereits Kindern vorgeführt, um ihnen in jüngstem Alter bereits die Illusion zu vermitteln, Geschlecht sei nicht biologisch prädeterminiert, sondern sozial anerzogen. Und das Krasseste ist hierbei wiederum, dass bestimmte Psychologen, Soziologen und plastische Chirurgen damit Millionen verdienen, unendliches Leid verursachen, weil sie die tatsächlichen Probleme gar nicht lösen können, und das dann dem Kapitalismus in die Schuhe geschoben wird. Das ist dann wiederum ein Punkt, den sich Libertäre von Rechten als Vorwurf anhören müssen, weil diese kulturmarxistische Gedankenumprogrammierung ja keine tatsächlich vom Staat in direkter Weise aufgestellte Regulierung oder ein Gesetz ist, sondern lediglich eine Forderung an den Staat von einer außerhalb des Staates agierenden Protestgruppe, die keineswegs natürlich entstanden ist. Und bis zu der Erklärung, dass Korporatismus bzw. Interventionismus hier das eigentliche Problem ist, kommt man dann meistens nicht mehr. So wie die Kulturmarxisten in ihrer Opferrolle aufgehen, benutzen Politiker die Opfermentalität ebenfalls für ihre autoritäre Regierungsform. Es wird einfach eine Bedrohung von außen geschaffen, die Politikern angeblich gar keine Wahl lässt, als gewisse Rechte für alle einzuschränken, um Sicherheit zu gewährleisten. Und es erscheint Leuten wirklich noch absurd, dass man gewisse Gruppierungen einfach nur dafür bezahlt, irgendwelche Privilegien zu fordern, diese medial aufzubauschen, um Politiker dazu zu bringen, Gesetze zu erlassen, mit denen sie zur Gewährleistung der Sicherheit bestimmter Gruppierungen dann die Rechte aller beschränken? Wirklich? In Zeiten von Fridays for Future und der letzten Generation erscheint das noch absurd? Gut, klar, ich konsumiere so viel Twitter, mir erscheint inzwischen jede Nachricht, die von der Regierung in den Äther geblasen wird, wie eine psychologische Operation. Aber in dieser Beziehung nenne ich mich nicht mal mehr Verschwörungstheoretiker, sondern vielmehr, sie lügen uns an und unsere Rechte zu beschneiden, und das ist verdammt nochmal ziemlich offensichtlich Theoretiker. In dieser gesamten Beziehung ist für mich klar, was passiert, wenn wir den Rechten hier das Feld überlassen. Sie werden diesen ganzen Kram einfach verbieten und mit Gewalt bekämpfen. Und das ist für meine Begriffe die schlimmste Taktik, die man fahren kann. Denn das führt dazu, dass sich die Kulturmarxisten in ihrer Opferrolle bestärkt fühlen. Und in dem Fall dann auch nicht ganz zu Unrecht. Deshalb lautet die für mich bevorzugte Handlungsweise Aufklärung und direkte Gegenmaßnahmen. Naja, wie zum Beispiel Kinder aus den staatlichen Indoktrinierungsanstalten rauszubekommen. Die Boomer unter den Rechten kapieren bislang immer noch nicht, warum Kulturmarxisten sie auslachen, wenn sie umgekehrten Rassismus, Rassismus gegen Weiße oder Rassismus gegen Deutsche propagieren. Um das deutlich zu machen, habe ich eben den BuzzFeed-Fragebogen vorgelesen. Die Rechten spielen ein Spiel gegen die Zeit, weil sie befürchten, auf lange Sicht, aufgrund des demografischen Wandels, also dem Älterwerden der Gesellschaft und der gleichzeitigen Massenmigration, selbst irgendwann in der Unterzahl zu sein. Agoristen und Anarchisten sind zum Glück keine Demokraten und damit auch nicht auf Mehrheitsverhältnisse angewiesen. Der Sozialstaat wird zusammenbrechen, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Und das wird uns auch wieder in eine bessere Situation bringen. Vielleicht beschäftige ich mich schon viel zu lange und zu intensiv mit Libertarismus, um überhaupt noch Verständnis dafür aufbringen zu können,
was genau eigentlich Etatisten für Fragen bezüglich einer Gesellschaft ohne Staat eigentlich haben. Ich habe mehr als genug Zeit damit aufgewendet, jede einzelne Frage umzudrehen und zu erklären, warum das, was der Staat alles so tut, weder eine Form von Gerechtigkeit noch eine Form von Ordnung ist und warum das alles ohne Staat besser funktionieren könnte. Die dazugehörigen Mittel scheinen aber das zu sein, was vielen Libertären immer noch nicht so ganz klar zu sein scheint. Und daher dieser Beitrag zum Agorismus. Zugegeben, Männer. Ich bin dieses Wagnis eingegangen. Ich wollte Grenzen einreißen. Noch ein paar Dinge zum Abschluss. In den Wahlumfragen der letzten Wochen und Monate kann man in den östlichen Bundesländern Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bereits erkennen, dass sich Mehrheitsverhältnisse bilden, die eine Regierung ohne die AfD unmöglich machen. So sehr ich auch propagiere, überhaupt nicht zu wählen, genauso sehr ist mir klar, dass das überzeugten AfD-Anhängern und Rechten vollkommen egal ist. Und diese Leute sind auch nicht wirklich meine Zielgruppe. Ich reagiere ziemlich gelassen gegenüber Wählern in jeglichem Spektrum. Für mich ist das politische Bekenntnis, ein Kreuz auf ein Papier zu machen, in etwa so bedeutsam wie das Beten eines Anhängers einer gewissen Religion. Ich respektiere deine Praktiken in gewissem Sinne. Es ist ja nicht das Wählen per se, was meine Rechte einschränkt, sondern die darauf folgenden Handlungen der Gesetzgeber und der Gesetzesdurchführer und der damit verknüpften Illusion, sie dürften meine Rechte verletzen, obwohl sie Rechte von Leuten verliehen bekommen haben, die selbst kein Recht dazu besitzen, meine Rechte zu verletzen. Sofern meine Überzeugung. Alles, was ich tun kann, ist, Leuten diese Erkenntnis nahezulegen und aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Ein weiterer Punkt. Das hier wird voraussichtlich mein letztes Video. In Kartoffelqualität. Bevor ich das wieder in den Kommentaren gefragt werde, ich war zwar noch nie dick, aber ich habe tatsächlich seit meinem letzten Jahr nochmal deutlich abgenommen. Ich hatte einen sehr fordernden Job und dass ich trotzdem dazu kam, so viele Memes zu bauen und libertäre Propaganda zu verbreiten, habe ich lediglich meiner eisernen Disziplin zu verdanken. Das hat jetzt aber ein Ende. Ich habe einen neuen Job gefunden und in Zukunft habe ich vermutlich deutlich mehr Zeit, um mich mit genau dem zu beschäftigen, worauf ich eigentlich Bock habe. Das werden neben Memes und Ferngespräch auf dem Kanal Freiheitsfunken mit Sicherheit auch noch endlich mal wieder Buchprojekte. Sollte ich irgendjemanden angefixt haben, sich mehr mit libertären Dingen zu beschäftigen, der darf sich gerne bei mir melden oder Liberty Hub auf Discord joinen. Noch eins, wer mich real trifft, und das kann auf diversen libertären Veranstaltungen oder Bitcoin-Events passieren, bitte quatscht mich einfach voll und erklärt mir, wer ihr seid, denn es ist einfach zu viel verlangt, wenn ihr mir gleichzeitig Gesichter, Profilbilder, echte Namen und Spitznamen von unterschiedlichen Plattformen wie YouTube, Telegram, Twitter, Instagram und Discord, wenn ich mir die merken soll und zuordnen soll. Für mich bricht jetzt erstmal eine ziemlich spannende Zeit mit neuen Herausforderungen an. Und wie Manipulation gerne einblendet, es könnte sein, dass ich euch in nächster Zeit noch irgendwie irgendwo weiter auf den Sack gehe. Steuern sind Raub, Demokratie ist Sozialismus, kauft Bitcoin, werdet unregierbar. Bis dann.